geht gerade dann in den ersten Lebensjahren darum, für Chancengleichheit können zu garantieren, für alles zu machen. Das kann er sich gut können entwickeln und dadurch unabhängig von ihrem Elternhaus, unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund, unabhängig, ob sie Sprache vom Land schwätzen oder nicht, ob sie high geboren sind, high abgewachsen oder in das Land gekommen sind. Dafür brauchen wir eine gute und eine qualitativ hochwertige Betreuung, aber auch eine Bildung an den nächsten Jahren. Du hast ja gehört, wird alle recht mal einkehren als Ambition, als Erfahren, honorieren dann wirklich in der Strache, dass wir weit viel sind, was die frequente Bildung anbelangt. Und hat natürlich eine ganze Reihe von Pisten, als man auf den Weg in dafür haben wir den Rapport auch gefroht, wie uns weiter zu entwickeln. Die größten Herausforderungen sind sicherlich, qualifiziertes Personal auch weiter hier können zu rekrutieren für die frequente Bildung. Und da muss man weitere Erfahrungen machen. Und dafür haben wir decidiert, eben Assise mit all den konzernierten Akteuren dazu machen, für zu gucken, was für ein Berufsprofil, was für ein Ausbildungsprofil man kriegen, wenn man mehr qualifiziertes Personal auch noch können gewinnen für den dritten Bereich. Dags ist es ja so, dass man es ganz viel darüber anhalten, was am Lycée gemerkt wird, was auf der Premier gemerkt wird, was wird auf der Universität gemerkt wird. Man wissen eigentlich, und Wissenschaft sieht als immer nicht, dass die ersten Lebensjahre die wichtigsten sind und man muss nach mehr an die ersten Jahre investieren. Eine qualitativ hochwertige Bildung, accessibel für jederin, an immerem gucken, dass man sie dem Bösen auch aufpassen. Für mich wäre dann anderem wichtig, dass man Sprachen auch schwätzen an der Kreis, die auch dann an der Schule wichtig sind. Das war ein wichtiger Aspekt. Aber man sieht aber haut gerade, dadurch an der nonformalen Bildung Kompetenzen entwickelt gehen, die einfach wichtig sind. Nicht nur an der Schule, sondern auch für stärker Kinder, stärker Jungen und stärker Menschen zu gehen.